Was gibt's denn da zu blöken auf der linken Seite, meine Damen und Herren? Das ist doch ein geschäftsordnungsmäßig verbrieftes Recht, wenn ein offenbar feiger Redner da vorne eine Zwischenfrage nicht zulässt, durch eine Kurzintervention antworten zu dürfen. Herr Hoben sitzt ja gleich neben mir. Eigentlich bräuchten wir das Mikrofon jetzt gar nicht, und Sie haben in Abrede gestellt, dass die AfD eine bürgerliche Partei sei. Dass Sie das in Abrede stellen, gestehe ich Ihnen zu, dafür werden Sie ja bezahlt, im Endeffekt vom Steuerzahler und auch von Ihren Beitragszahlern. Aber Sie wissen natürlich genau, dass die AfD nicht nur keine bürgerliche Partei ist, sondern die einzige bürgerliche Partei in diesem Bundestag. Alles andere, was er sitzt, Herr Hoben, und dazu zählen Sie auch, ist Sozialismus und Gleichmacherei im weitesten Sinne, und zwar im schlechtesten Sinne. Die einzige bürgerliche Partei sitzt hier ganz rechts, und zwar hinter mir als Fraktion. Herr Hoben, Anlass für meine Frage war, dass Sie da vorne wieder so Allgemeinplätze vom Stapel gelassen haben wie dagegen, dass wir eine bürgerliche Partei oder Fraktion wären, sprechen ja immer die Zwischenrufe, die kämen, wenn bei Ihnen vor allem Frauen reden. Nun ist mal festzustellen, dass bei Ihnen relativ selten Frauen reden, aber das müssen Sie sich mir selber mit sich ausmachen. Mich würde mal interessieren, Herr Huben, was, und jetzt kommt meine Frage, was konkret, Herr Huben, meinen Sie mit diesen Zwischenrufen, die da angeblich unsere bürgerliche Überzeugung in Abrede stellen sollen? Jetzt kommen Sie nicht mit allgemeinen Floskeln wieder, sondern machen Sie ganz konkrete Aussagen. Ich bin darauf gespannt. Sie werden nämlich keine machen können. Vielen Dank. Herr Huben, wollen Sie entgegnen? Bitte. Also erstens, Herr Brandner, ich arbeite seit meinem 17. Lebensjahr, habe zum Teil mein Studium selbst finanziert, bin mit 23 Jahren in das Familienunternehmen eingetreten und habe bis zum letzten Jahr gearbeitet, ganz brav Steuern bezahlt, und deswegen ist der Anwurf, glaube ich, an der Stelle, ich sei bezahlt und Sie nicht, etwas irre. Wir alle werden vom Steuerzahler getragen, die AfD, genauso wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen hier im Hause. Deswegen ist der Anwurf irrig. Sie wollen nun unbedingt eine konkrete Aussage haben. Die Kollegin meiner Fraktion ist leider nicht da, aber sie ist Düsseldorferin und hat deswegen genauso viel Humor wie ich als Kölner. So, also lassen Sie den Kollegen ausreden. Also es ist der typische Effekt, der Herr Braun bekommt immer einen besonderen Hormonschub bei solchen Fragen. Das merkt man leider auch immer. Aber ich will es konkretisieren. Die Kollegin Strack-Zimmermann aus Düsseldorf hatte in einer der letzten Sitzungen eine Lederjacke an. Und was ihre Kollegen dort von sich gegeben haben, das war einfach unterirdisch. Und die Gelegenheit wollte ich noch mal wahrnehmen, weil sie ein konkretes Beispiel haben wollten. Es ist dann eben über Lederkleidung und Frauen entsprechend philosophiert worden. Meine Herren, das ist nicht gentlemanlike, und deswegen sind Sie keine bürgerliche Partei. So, nachdem das geklärt ist, machen wir jetzt weiter mit der Rednerliste. Als nächster hat das Wort der Abgeordnete Dr. Andreas Lenz für die CDU-CSU.